Jetzt, wo er wiedergewählt wurde, müsst ihr sich mal um die Inneneinrichtung kümmern. Ist alles so altmodisch hier. Ich als Präsident würde einen Jacuzzi reinstellen. Ja, aber wohin? Na, da, wo jetzt der Kamin steht. Seid ihr Mormonen? Ich rufe die Sicherheitsleute. Aber nein, ich werd verrückt. Da sind ja Kat und Olivier. Hab ich ein Glück. Was kann ich für euch tun? Also, Barrack. Wir würden gerne einen zweiten Teil von Pamela Rose drehen. Dieses Mal müssen die beiden Figuren, die wir spielen, die FBI-Agenten Bullet und Riper, sich darum kümmern, ein versuchtes Attentat zu vereiteln. FBI, kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Eine Bewegung und ich blaste die Visage weg! Auf die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Haben Sie Ihre Zahnbürste? Nuklearcodes? Ja. Ihren Schmusebär? Oh Mist, Sie sind wirklich wie eine Mutter zu mir. Wir werden hier nichts durcheinander bringen. Wir werden noch eine Szene in Ihrem großen Flugzeug drehen müssen, Air Force One. Da! Bitte! Was die Armee betrifft, werden wir eine Hundertschaft Soldaten brauchen, Elitetruppen. 200. 200 Elite-Soldaten, das wäre super. Auf den Boden! Ich meine, auf den See! Eine große Rave-Party in Guantanamo, können wir die Sonntag spielen? Heute 20 Uhr, großes Turnier im Ballfang für alle Häftlinge. Damit sie sich frei fühlt, gibt's nur eine Chance. Eine Party? Ja, ja, und? Geht das klar? Yes, you can! Kamulox! FBI. Hallo, hallo, Hallöchen. Yeah. Was ist denn das? Och, die werden nur im Trailer auftauchen. Die männlichen Zuschauer lieben es, wenn sexy Mädchen vorkommen. Ah, ja.